Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur neuen Blickpunkt-Ausgabe. In dieser Reihe besuchen wir ja die Kommunen im Landkreis Coburg und berichten über Neues und Bewährtes. Heute sind wir zu Gast in Waidhausen mit seinen Gemeindeteilen Trübenbach und Neuensorg. Mit Bürgermeister Markus Mönch werden wir über den Strukturwandel in seiner Kommune sprechen und wir stellen Ihnen ein Vorzeigebildungsprojekt vor. Danke für die Einladung, Herr Mönch. Schön, dass wir mal wieder da sein dürfen. Sehr gerne. Hallo, Frau Rebhorn. Das Jahr 2019 ist noch jung. Wie sind denn die Waidhäuser ins neue Jahr gestartet? Ich gehe doch mal stark davon aus, dass alle sehr gut ins neue Jahr 2019 gerutscht sind. Was die Gemeinde Waidhausen angeht, sind wir in allen Belangen sehr gut aufgestellt und harren der Dinge, die da 2019 auf uns zukommen. Am Anfang des Jahres nimmt man sich immer gute Vorsätze vor. Gibt es irgendwas Besonderes, Persönliches beim Bürgermeister vielleicht? Vorsätze habe ich persönlich keine. Für die Gemeinde würde ich mir wünschen, dass alle Bürger aus Waidhausen, Neuensorg und Trübenbach weiterhin ihren Teil dazu beitragen, dass wir unsere kleine Gemeinde als lebens- und liebenswert erhalten, auch 2019. Im 19. Jahrhundert hat man in Waidhausen ja die Korbmacher gehabt. Heute kennt man Waidhausen eher so als Zentrum der Polstermöbelindustrie. Wie sieht es denn eigentlich so in Zukunft aus? Steht da ein Strukturwandel an? Man hört ja eigentlich immer wieder, dass es gerade bei den Polstermöblern nicht so rosig aussieht. Das ist sehr richtig. Die Branche hat große Schwierigkeiten, die natürlich auch an den Firmen in Waidhausen nicht spurlos vorübergeht. Wir haben Probleme damit, dass natürlich Hersteller aus dem Ostblock natürlich sehr günstig produzieren. Mindestlohn ist hier Fehlanzeige. Der Markt wird überschwemmt mit billigen Produkten und natürlich dazu das Kaufverhalten der Menschen. Es wird nicht mehr sehr viel Wert auf Qualität gelegt. Der Kunde möchte es sehr billig haben. Und das sind natürlich Probleme, mit denen unsere Firmen hier sehr zu kämpfen haben. Und was natürlich auch den Firmen hier in Waidhausen das Überleben sehr, sehr schwer macht. Wie sieht es denn aus? Haben Sie da als Bürgermeister einen Plan B in der Schublade, wenn Ihnen die Arbeitsplätze hier wegbrechen? Zunächst mal ist es so, dass wir natürlich nichts dagegen tun können. Wir können nicht in die Mechanismen der Wirtschaft eingreifen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Wir können zum Erhalt der Arbeitsplätze nichts beitragen. Wir können aber Strukturen ändern. Ich denke, dass wir in Waidhausen auf einem sehr guten Weg sind. Wir haben uns im Prinzip im Gemeinderat auferlegt, dass wir diesen Wandel ganz einfach mitmachen und Waidhausen von der Industriegemeinde hin zur Wohnortgemeinde mitentwickeln. Wir machen dies mit der dosierten Ausweisung von Baugebieten. Wir haben in den letzten Jahren 2 Baugebiete ausgewiesen mit 37 Bauplätzen. Das zum einen, wir möchten junge Familien hier nach Waidhausen bekommen. Wir bieten erschwingliche Bauplätze an und natürlich wird das Ganze abgerundet durch das Projekt Bildungshaus, dass wir natürlich auch den jungen Familien, die nach Waidhausen kommen, hier entsprechend Bildung anbieten und Waidhausen hier als Bildungsstandort stärken wollen. Also ist es eigentlich tatsächlich ein Strukturwandel, den Sie da so ein bisschen anstreben mit Ihrer Gemeinde? Ich denke, es ist aus der Not eine Tugend gemacht und ich glaube, man kann das so bezeichnen, dass wir uns mitten in einem Wandel befinden. Das ist richtig. Jetzt gibt es in Waidhausen natürlich nicht nur Polstermöbler, sondern unter anderem auch eine ausgezeichnete Strickwarenmanufaktur. Mein Kollege Dominik Nowotny nimmt Sie nun mit auf eine Erkundungstour in eine Fabrik, die seit 65 Jahren für beste Qualität steht. Der Name Knauer hat Tradition und wird seit jeher mit einer sehr hohen Strickqualität gleichgesetzt. Das gilt heute umso mehr, da der Markt von Massenware aus dem Ausland überflutet wird. Das Markenzeichen Knauer Mode in Strick steht für handwerkliche Qualität Made in Germany. Seit über 65 Jahren produziert das Familienunternehmen modische Strickwaren für alle Altersgruppen und Anlässe. Kundennähe wird bei Knauer großgeschrieben. Ein exklusiver Fabrikverkauf lädt zum Shoppen und Probieren ein. Wir selbst produzieren zeitlose Mode in Anführungsstrichen, weil unsere Sachen, die kann man länger tragen, nicht nur eine Saison. Bei den Damen machen wir offiziell 2 Kollektionen. Es gibt eine Frühjahrskollektion und eine Herbstkollektion. Da suchen wir uns 3, 4 verschiedene Farben aus und machen dann die Kollektion. Meine Schwester zeichnet irgendwas, was sie halt denkt so ungefähr, oder was modern ist, was man auf den Messen sieht und so. Und ich versuche es dann umzusetzen, dann beraten wir wieder, welche Motive wir nehmen, welche Farben nehmen wir. Dann wird meiner Frau den Ausschnitt, weil sie kennt sich von den Kunden aus, Langarm, Kurzarm, Dreiviertelarm, Rollkragen, Rundhals, V-Ausschnitt. Die Vielfalt ist unendlich. Wir stricken eine kleine Serie,
Zwei Drittel kommt in den Verkauf, ein Drittel wartet auf den Kunden. Und wenn der Kunde kommt, wird es dann passend für ihn gemacht. Lang, breit, kurz. Je nachdem, wie der Kunde dann sich das wünscht. Bereits im Jahre 1953 gründete Wolfgang Knauer mit seinem Vater die Alfred Knauer KG. Alles wurde einzeln und nach Maß mit der ersten eigenen Strickmaschine gefertigt und produziert. In den 70er und 80er Jahren wurde die Herstellung von Meterware für die Lederwarenindustrie zu einem großen Standbein. Es wurden Ärmelbündchen, Strickkrägen, Strickeinsätze, unter anderem auch für den international bekannten Designer Otto Kern gestrickt. In den 90er Jahren ging die Anzahl der Fachgeschäfte massiv zurück. Dennoch wurden über viele Jahre eigene Filialen in Coburg, Büsum und Flensburg betrieben. Marktbedingt wurde die Produktion zwar verkleinert, aber im Obergeschoss des Fabrikgebäudes entstand so ein neuer Verkaufsraum auf 300 Quadratmetern. Die Frage war vor 20 Jahren ungefähr die Entscheidung, größer werden und ins Ausland gehen oder halt klein werden und hier bleiben. Ins Ausland, wenn wir gegangen wären, gäbe es uns nicht mehr, weil da hätte jeder reisen müssen. Wir wären und hätten nicht mehr unsere Ware, die wir haben wollen. Wir stricken die Sachen, die wir haben möchten, die unsere Kunden haben möchten und möchten eigentlich noch ein paar Jahre hier bleiben. Die ersten hausinternen Modenschauen fanden statt, bei denen die Gäste mit Kaffee und Kuchen bewirtet wurden. Mittlerweile werden auch Schauen außerhalb der Verkaufsräume durchgeführt, wie zum Beispiel in der Fachklinik Bad Rodach oder im Waldhotel Bächlein in Mitwitz. Darüber hinaus finden regelmäßig verkaufsoffene Sonntage statt. Unsere Kunden kommen von unseren Landkreisen, Coburg, Lichtenfels, Kronach, wir liegen genau in der Mitte, Kulmbach und auch sehr viele Urlauber. Wir haben Bad Staffelstein, Bad Rodach. Und da kommen die Gäste liebend gerne her zu uns. Die fühlen sich bei uns familiär aufgehoben, werden lieb und nett bedient. Wir haben lauter Fachkräfte hier. Näherei, Strickerei, alles sind kompetente Leute. Wir stricken für lange, kleine, große Kunden. Wir machen es im Prinzip individuell, stricken wir denen die Sachen. Wir machen zwar keine Maßanfertigungen, aber ja, wenn eine kleine Kundin kommt, die möchte es noch kleiner haben, bekommt sie es noch kleiner. Und wenn er dicker da ist, der bekommt es halt noch dicker, wenn er es bräuchte. Von dem her, so machen wir das. Auf 600 Quadratmetern Produktionsfläche kümmern sich 7 Mitarbeiter um die Strickmode von morgen. 4 vollautomatisch computergesteuerte Strickmaschinen produzieren ausreichend Material für ca. 3000 Strickteile, die in Waidhausen jährlich ausschließlich für den Endverbraucher hergestellt werden. Dabei werden nur deutsche Qualitätsgarne verwendet. Ein besonderer Vorteil der hauseigenen Herstellung: Änderungen an Strickteilen wie zum Beispiel Ärmelkürzen können problemlos durchgeführt werden. Auch Spezialanfertigungen sind möglich. Es werden laufend neue Modelle, ganz nach den aktuellen Trends und natürlich der Jahreszeit angepasst produziert. Bei Knauer gibt es keinen Verkauf von Massenartikeln, sondern kleine Serien, individuelle Mode für jedes Alter und jeden Geschmack, von sportlich bis elegant. Wir haben es ja vorhin gesehen, es wird bei uns gestrickt, es wird gebügelt, es wird genäht, konfektioniert, alles im Prinzip hier bei uns im Hause und kommt dann frisch, ohne Chemikalien, ohne Kinderarbeit, bei uns in den Verkaufsraum. Mode kann man zwar sehen, besser ist aber, man hat sie erlebt. Deshalb besuchen Sie zum Kollektionswechsel im Frühjahr und Herbst die beliebten Modenschauen der Firma Knauer, die direkt in den Verkaufsräumen stattfinden. Aktuelle Termine findet man auf der Website der Waidhäuser Strickexperten. Den Duft von frisch gebrühtem Kaffee, warme Brötchen und meine Zeitung. Das Leben kann so schön sein. Und wenn es mal wieder anders läuft? Dann will ich trotzdem meine Zeitung lesen. Und zwar wann ich will und wo ich will. Denn meistens bin ich zur falschen Zeit am falschen Ort. Im Büro, am Strand oder einfach in der Badewanne. Dank dem neuen E-Paper der neuen Presse muss ich mir darüber keinen Kopf mehr machen. Egal ob zu Hause am PC oder als App auf iPad und Android. Ich bestimme wie, wo und wann ich meine Zeitung lese. Meine Zeitung. Wie, wo, wann ich will. Beim Fitnesstraining kann man ganz schön was falsch machen, wenn man sich nicht auskennt. Wer soll bei all diesen Übungen auch den Durchblick behalten? Aber dafür habe ich ja meinen klasse Trainer, der mir hilft, in Topform zu kommen. Wie sagt er immer?
Wenn ich darauf achte, dass ich mich stabil und breit aufstelle, kann mir nichts passieren. Genau wie bei meinen Finanzen. Und bei der VR Bank erfahre ich, wie ich meine Geldanlagen in Topform bringe. Vom Industriestandort wechseln wir jetzt zum Bildungsstandort Waidhausen. Wir befinden uns hier in der Grundschule in der Pestalozzi-Straße. Wie man unschwer erkennen kann, aber es ist kein richtiges Klassenzimmer. Sie sind die Schulleiterin, Frau Lege. Wo sind wir hier? Wir sind hier in unserem Eingangsbereich. Das ist eine sehr alte historische Schulbank, die wir hier so als Begrüßung aufgestellt haben. Wir haben natürlich ganz moderne Klassenzimmer. Aber wunderschön, das hier. Ja, bei der Vorbesprechung zu unserer Sendung hat uns der Bürgermeister gesagt, Sie müssen unbedingt beim Bildungshaus vorbeischauen. Jetzt sind wir hier in der Grundschule. Sind wir denn da schon richtig beim Bildungshaus oder sind wir falsch gelandet? Ja und nein. Das Bildungshaus besteht aus 4 einzelnen Einrichtungen, die auf Augenhöhe sehr eng miteinander kooperieren. 3 dieser Einrichtungen befinden sich wirklich in diesem Gebäude. Das ist also die Grundschule Waidhausen, das ist die Kindertagesstätte Oase und auch die Nachmittagsbetreuung, die heißt bei uns hier in Waidhausen NAMI. Dazu gehört aber auch die Kindertagesstätte Kleine Welt, die sich aber nicht hier im Gebäude befindet. Wir schauen uns gleich diese Einrichtung noch ein bisschen genauer an. Zunächst würde ich aber gerne wissen, was denn die pädagogischen Ziele sind vom Bildungshaus. Ja, wir haben hier im Bildungshaus ein gemeinsames Leitziel erarbeitet und es lautet so: Statt für jedes Kind das Gleiche, miteinander für jedes Kind das Beste. Und das erreichen wir eben durch diese sehr, sehr enge Kooperation der 4 Bildungseinrichtungen. Was ist denn jetzt der Mehrwert für Ihre Kunden, also sprich für die Grundschulkinder? Die Kinder, die erleben bereits im Kindergartenalter Kooperation ganz natürlich nebenbei, weil sie eben gerade bei diesem Kern des Bildungshauses, das sind AGs, die wir an jedem Mittwoch in der 3. und 4. Unterrichtsstunde miteinander veranstalten, weil sie da miteinander lernen. In diesen AGs, wir haben 5 AGs, sind immer 2 Leitungen, ein Team aus einem Erzieher und einer Lehrerin und wir haben da Kinder in den AGs, die miteinander lernen. Das sind Kindergartenkinder, also Vorschulkinder, Kinder der 1. Klasse und Kinder der 2. Klasse. Und es ist auch ein schöner Übergang dann in die Grundschule, weil wir haben hier in der Grundschule Waidhausen keine reinen 1. und 2. Klassen mehr, sondern wir haben hier flexible Eingangsstufe. Das bedeutet, in jeder Klasse, in jeder 1. und 2. Klasse sind eben Erst- und Zweitklasskinder miteinander. Und so ist es für die Kinder von Anfang an ganz natürlich, dass jedes Kind auf einem anderen Niveau lernt. Jedes Kind kann etwas schon und jedes Kind kann etwas noch nicht. Und die lernen, sich Hilfe zu holen bei einem älteren Schulkind. Und so führen wir das weiter, auch in der flexiblen Eingangsstufe. Dadurch werden auch gerade bei den Kindergartenkindern Ängste abgebaut. Es ist ein sehr, sehr flacher Übergang vom Kindergarten in die Grundschule, denn die Kindergartenkinder kennen das Gebäude, die wissen, wo die Toiletten sind, die kennen alle Lehrer, die kennen unseren Hausmeister, die gehen hier ein und aus und es ist für die ein bekannter Ort. Außerdem stärkt das natürlich auch das Selbstwertgefühl der Kinder, die Eigenverantwortung, die Selbsttätigkeit. Es werden auch frühzeitig demokratische Werthaltungen und Kompetenzen geschult. Wir entwickeln hier also ganz starke und aktive Kinder. Die Eltern haben, die von Anfang an mit einbezogen werden, in einer wirklichen Erziehungspartnerschaft zwischen Erzieherinnen, Lehrerinnen und Eltern. Wunderbar, hört sich alles wirklich wahnsinnig interessant an, ziemlich einzigartig. Und ich denke, die Kinder haben natürlich unser Fernsehteam schon längst entdeckt und sie sind schon gespannt auf ihren Auftritt. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt auch mal los und gucken uns ihr Bildungshaus genauer an. Ich würde sagen, Sie gehen dann einfach mal vor. Das mache ich gerne. Bereits im Schuljahr 2015-2016 startet in Waidhausen das Modellprojekt des Bildungshauses für 1- bis 10-Jährige. Eine solche Einrichtung ließe sich im traditionellen deutschen Sprachgebrauch als Kindergarten und Grundschule unter einem Dach denken.
Beteiligt an dem Modellprojekt sind die Kindertagesstätte Kleine Welt, die Kindertagesstätte Oase, die Nachmittagsbetreuung Weidhausen und die Grundschule Weidhausen. Die Grundschule Weidhausen ist eine flexible Grundschule. Also das heißt, die Kinder der ersten und zweiten Jahrgangsstufe werden ja zusammen unterrichtet und die Erweiterung auf den Kindergarten ist dann praktisch das Bildungshaus. Und ich denke, das ist eine natürliche Fortsetzung dieses Konzepts der flexiblen Grundschule. Die Erfahrung zeigt einfach, dass wenn die Kinder zusammen lernen, also Kinder verschiedener Altersklassen, dass da einfach alle davon profitieren. Im Bildungshaus steht die intensive Zusammenarbeit zwischen Kinderkrippe, Kindergarten, Grundschule und Nachmittagsbetreuung im Vordergrund. Mit diesem Modellprojekt werden neue Wege im Bereich der frühkindlichen Bildung und der Grundschulbildung eingeschlagen. Gemeinsame Lern- und Spielzeiten in institutions- und jahrgangsübergreifenden Gruppen sind dabei zentrale Strukturelemente und bilden die Basis für die tägliche Arbeit. Generell wandelt sich ja der Unterricht in der Schule. Also man kommt ja immer mehr weg davon, dass der Lehrer vorne steht, der Alleinunterhalter ist und die Kinder sitzen dort und hören zu, sondern man kommt immer mehr dazu, dass die Schüler eben einfach selbsttätig sind. Und das unterstützt halt dieses Konzept einfach auch sehr, diese Selbsttätigkeit der Schüler. Die Schüler kommunizieren miteinander und auch das Thema Digitalisierung oder Medienbildung kann man auf die Art und Weise da sehr gut einbauen. Im Bildungshaus Weidhausen finden bereits seit dem Schuljahr 2016/17 sechs verschiedene AGs statt, in denen Vorschulkinder in einer Gruppe zusammen mit den Erst- und Zweitklässlern lernen. Die Kinder wechseln nach einigen Wochen in die nächste AG und durchlaufen im Laufe des Schuljahres alle Arbeitsgemeinschaften. Die Leitung der AGs liegt sowohl in Händen von Grundschullehrerinnen und einer Fachlehrerin als auch bei den Erzieherinnen der Kitas. Die Erziehungsberechtigten wurden vorab ausführlich informiert und stimmten alle der Kooperation schriftlich zu. Die Schüler sind daran gewöhnt, mit ihren Mitschülern auf unterschiedlichen Niveaus selbstständig zu arbeiten. Einander helfen, sich gegenseitig unterstützen, gehört zum selbstverständlichen Alltag der Kinder. So fällt es leicht, die Neulinge aus den Vorschulgruppen der Kleinen Welt und der Oase zu integrieren. Ich denke, gerade in dem Bildungshaus AG sieht man halt einfach, dass die Kleinen von den Großen lernen können, dass sie halt Unsicherheiten einfach schneller überwinden, wenn jemand an der Seite ist, der halt ein bisschen hilft, wenn man halt ein bisschen Sorgen vielleicht hat. Aber auch wenn die Schulkinder hierher zu uns kommen, zum Beispiel zum Vorlesen, ist das sehr schön für die Kinder, dass sie halt einfach alte Freunde, die jetzt schon in der Schule sind, wiedersehen und dass man halt einfach ein gemeinsames Miteinander hat. In der Aula treffen sich alle jeden Mittwoch nach der ersten Pause und finden sich in den AG-Gruppen zusammen. Die Naturgeister sind naturwissenschaftlich unterwegs. Die Fantasieriesen tauchen ein in die Welt der Geschichten. Die Lebensforscher erwerben Alltagskompetenzen. Die Kreativmonster gestalten farbenfrohe Kunstwerke. Und die Musikentdecker lauschen den verschiedensten Klängen und üben Musizieren. Ja, an dem Mittwoch ist es halt so, nachdem wir halt hier unsere Morgenrituale hatten wie Frühstück und Morgenkreis, da packen die Kinder ihre Sachen zusammen. Jeder hat da seine Materialien, seine Federmäppchen und seine Sachen, die es alle fürs Bildungshaus benötigt. Und dann gehen die gemeinsam mit einer Erzieherin halt rüber in die AGs. Dort wird erstmal jeder begrüßt. Man schaut halt, wer da ist, wer nicht da ist, wo geht man halt heute hin. Die Kinder werden da auch immer gut begleitet, dass sie dann nicht irgendwo verloren sind. Ja, und nach den AGs, so um die Mittagszeit, 11:15, kommen die Kinder, dann geht es zum Mittagessen und dann geht der normale Alltag in der Kita weiter. Wenn sie eingeschult werden, sind sie nicht mehr fremd, sondern kommen in die Schule, die sie bereits jeden Mittwochvormittag besuchen und kennenlernen durften. Auf der anderen Seite kennen die Schul- und Klassleitung, die Fach- und Förderlehrerinnen ihre Neulinge bereits. Sie wissen um deren Fähigkeiten in kognitiver, sozial-emotionaler und praktischer Hinsicht, können sie gut einschätzen und von Anfang an gezielt fördern. Für den Start ins Schulleben werden so optimale Voraussetzungen geschaffen. Wir haben durch das Bildungshaus die Möglichkeit, viel mit der Schule zusammenzuarbeiten. Auch zwei unserer Mitarbeiter sind regelmäßig auch im Unterricht mit dabei. Und das ist auch für uns ein großer Vorteil, da wir den Kindern auch somit viel bei den Hausaufgaben helfen können.
Wir sind ein wichtiger Baustein, da wir der Anschluss zur Grundschule sind. Die Kinder kommen nach Schulschluss zu uns und wir ergänzen somit das Elternhaus der Kinder. Wir fördern die soziale Kompetenzen und legen viel Wert auf die freizeitpädagogische Betreuung. Wir machen ein gemeinsames Festbahn, wir gehen mit den Kindern zusammen raus, wir machen Bastelangebote, je nach Wetter und Jahreszeit. In der Öffentlichkeit wird diese Zusammenarbeit von Schule und Kita sehr positiv wahrgenommen. Eltern und Schüler sind gleichermaßen vom gleitenden Übergang von der Vorschulgruppe in die Grundschulklassen begeistert. Das Bildungshaus in Waidhausen ist ein gelungenes Modellprojekt und steht stellvertretend für die innovative Schullandschaft im Coburger Land. Ja, das hört sich doch für Eltern und alle an Bildung Interessierten sehr, sehr interessant an. Welches Zwischenzeugnis würden Sie denn Ihrem Bildungshaus ausstellen, Herr Mönch? Auf jeden Fall eine 1 mit Stern. Das Feedback von sämtlichen Beteiligten vom Bildungshaus ist durchweg positiv. Schulleitung, Leitung der beiden Kindergärten, Leitung der Nachmittagsbetreuung, sämtliche Mitarbeiter, aber auch der Eltern ist das Feedback durchweg positiv. Deswegen kann ich sagen, eine 1 mit Stern. Die Kinder, den Kindern geht es sehr gut, darum geht es. Wir wollten mit dem Bildungshaus weiche Übergänge schaffen. Die Kinder werden hier vom ersten bis zum 10. Lebensjahr hier in einem Haus sozusagen unterrichtet und erzogen. Das ist sehr gut und wir haben wirklich seit 2015 sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich denke, das war eine gute Entscheidung hier, dieses Bildungshaus, diese Philosophie des Bildungshauses hier in Waidhausen einfach einzurichten und zu leben. Und es ist auch eine relativ einmalige Einrichtung hier, ne? Das ist richtig. Wir sind also das erste Bildungshaus hier in Bayern. Entstanden ist die Idee des Bildungshauses aus dem Projekt Moro vom Landkreis. Damals hat sich der Landkreis Coburg mit befasst, mit dem demografischen Wandel. Wie sieht der demografische Wandel hier auswirkt natürlich auch auf die Bildungslandschaft. Ich war in meiner Eigenschaft als Kreisrat damals in dem Ausschuss für Bildung mit dabei. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir entgegenwirken, dass die kleinen Schulstandorte geschlossen werden? Und dann haben wir uns überlegt, dieses Modell Bildungshaus aus Baden-Württemberg, das ist also, wird da sehr gut gelebt, dass man das hier mal im Landkreis Coburg hier ansiedelt. Die Schule in Waidhausen hat natürlich die besten Strukturen. Wir haben hier im Haus die Grundschule, einen Kindergarten und eine Kindergrippe und die Nachmittagsbetreuung. Deswegen hat sie das angeboten und wir haben das von Anfang an mit den Leitungen besprochen, mit den Elternschaft besprochen, mit dem Schulamt besprochen, mit der Regierung, mit dem Ministerium. Alle waren mit im Boot und so ist da, glaube ich, ein einmaliges, im Landkreis Coburg, in Oberfranken, auch bayernweit, einmalige Geschichte entstanden, die so noch seinesgleichen sucht. Und darauf sind wir in Waidhausen sehr, sehr stolz. Dann hoffen wir mal, dass es eine ordentliche Strahlkraft entwickelt, Ihr Bildungshaus. Traditionell haben wir am Ende der Sendung immer die Wünsche, die der Bürgermeister für seine Gemeinde äußern darf. Was wären denn da die 3 Top-Wünsche auf Ihrer Liste, Herr Mönch? 3 Top-Wünsche, ich würde es zusammenfassen. Wir haben als einen Wunsch. Wir haben im Gemeinderat im Jahr 2018 für 2019 den Haushalt verabschiedet und haben hier auch verabschiedet den Finanzplan für die nächsten 4 Jahre und haben ein Paket geschnürt in einer Größenordnung von 9 Millionen Euro. Das heißt, wir werden in diesem Jahr zum Beispiel hier im Schulhaus eine neue Kindergrippe installieren. Aber wir werden im Gemeinderat 2019 ganz viele Entscheidungen treffen, die mittel- und langfristig für die Gemeinde Waidhausen sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen wäre mein Wunsch, dass wir im Gemeinderat sachlich und nüchtern und mit Bedacht an diese Entscheidungen rangehen und für die Zukunft die Weichen für die Gemeinde Waidhausen stellen. Okay, dann drücken wir die Daumen, dass es tatsächlich auch so passiert und das Gutes bringt für Waidhausen und auch für die entscheidenden Gremien. Jetzt würde ich aber trotzdem Ihnen gerne zum Schluss noch einmal die Gelegenheit geben, ein bisschen Werbung für Waidhausen zu machen. Stellen Sie sich vor, jemand kommt auf die Idee, wir machen einen Ausflug und wir kommen mal hierher. Was muss er sich in Waidhausen unbedingt anschauen? Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass wir in Waidhausen entgegen dem Wirtshaussterben, was ja aller Ordens hier proklamiert wird, dass wir in Waidhausen mit 3 Ortsteilen noch 6 Wirtschaften haben. Und wenn jemand mal was Gutes zum Essen und zum Trinken möchte, würde ich ihn gerne einladen in die Waidhäuser Gastronomie. Da ist auf jeden Fall gut aufgehoben und deswegen lohnt sich ein Besuch in Waidhausen, in Neunsorg oder in Trübenbach. Super, vielen Dank. Dann gucken wir mal, wie viele Leute Ihre Einladung annehmen, Herr Mönch. Auf jeden Fall war es sehr schön, dass wir wieder mal hier sein durften. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gemeinde fürs Jahr 2019 alles Gute und bedanken uns für die Gastfreundschaft. Gerne und vielen Dank.
Liebe Zuschauer, noch ist nicht klar, aus welcher Ecke des Coburger Landkreises wir Ihnen die nächste Blickpunktausgabe übertragen werden. Lassen Sie sich einfach mal überraschen. Wenn Sie bis dahin vielleicht die ein oder andere ältere Ausgabe des Blickpunkt anschauen möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere Mediathek auf region-coburg.tv oder auf den Internetseiten des Landkreises. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern. Machen Sie es gut.